Servus Freunde, Don Dino hier und willkommen zu einer neuen Runde von Smite Ranked. Heute spielen wir mal Bakasura im Jungle. Ist schon lange her, dass ich den wieder gespielt habe, aber ich bin gerade in der Phase, wo ich eigentlich nur Hard Carries spielen sollte, um die Games zu gewinnen. Schauen wir mal, wie das Game läuft. Also wir haben ein gutes, ganz gutes MMA, also wir sind so zwischen 1,9 und 2, also ich kriege größtenteils Diamond Leute, das ist ganz cool. Aber bei sowas ist halt auch immer die Sache, ne? Wenn du jetzt in deinem Team einen Low hast und die Gegner sind richtig gut, die haben keinen, der nicht eigentlich hier reingehört, dann verliert man das in der Regel. Aber die Games sind auf jeden Fall interessanter. So, die Bellona macht Faxen. Digga, willst du mich flachsen? Pisser. Ich werde ihn einfach aus Prinzip trotzdem nach dem Game reporten. Habe ich ihn gemutet? Nee. So, mute ich ihn. Dann weiß ich auch, wen ich mal reporten soll. No, dein Blue Buff wirst du halt auch nicht die XP kriegen, ne? Weil du ein Spast bist. Oh, Leute. Oder du musst nicht zu allem okay sagen. Chasen sie immer noch. Schade, schade. Ja, brauchen wir nichts machen. Holen wir uns das, dann haben die ein bisschen mehr Vision. Mach hier noch eine Ward hin. Ich dachte echt nicht, dass der Badatasker so lange dort bleibt. Dann droppt man den Speedbuff. Ja, Speedbuff und Lauf zum Bluebuff, das macht Sinn, Digga. Das macht Sinn. Er hat sein Dash benutzt. So, wir rushen Golden Blade am besten, dann können wir...
schneller klären. Ich scheiße jetzt mal auf Boots. Ist noch nicht so schlimm. Ratatoska wird jetzt auf jeden Fall einen Vorteil haben mit seinen Boots. Oh, Kukulkan ist... Er hat Ulti. Naja, aber ein bisschen out of position, der Bruder. Ich kann nichts machen. Ich muss auf jeden Fall erstmal farmen. Das ist mir relativ egal, also lasst euch davon nicht beeinflussen. Wenn die da anfangen, Fehler zu machen, sind sie selber schuld in der Regel. So, jetzt holen wir uns Golden Blade. Und dann können wir auch loslegen langsam. Ich bin noch nicht Level 5, Ratatoska ist auch noch nicht Level 5, aber er hat auf jeden Fall mehr Gold durch die Kills wahrscheinlich. Ja, 50, 60 Gold, das ist nicht so schlimm. Und jetzt können wir richtig schön farmen, Leute. So, wir sind identisch Level 5 geworden. Ich secure gleich auch den Blue Buff noch. Dann scheiße ich auf die Solo Lane. So, wo kommen die dann? Bruder. Wo wartet eure Lane? Ich gank, nachdem ich gebackt bin, gank ich die mal. Sonst heulen die mich hier noch voll. Was laberst du? Die Afina ist mir zu aktiv, Alter. Das ist unnötiges Aktivsein. Jawohl, zweite Stufe. Lecker. Digga, macht der Bagger Geräusche. Das ist ja nicht normal. So. Kein Grund da wieder reinzugehen, Digga. Wenn meine Ulti ist down, Ratatoska kommt rein und er geht darauf, ey. Leute, was soll ich dazu sagen, Mann? Fehlen mir echt die Worte. Jetzt geht er. Komm, geh rein. Geh rein gegen eine Merlin und einen Ares, Alter. Ist ja noch dümmer. Unglaublich. Wisst ihr, wenn man ich habe jetzt meinen Kill bekommen, dann ist es viel effektiver, wenn man den Gegner den Farm wegnimmt,
als da jetzt dumm Kills zu chasen, die nie safe sind, so. Okay, wir hätten den Kill dort kriegen können. Aber wir hätten auch alle verrecken können wie jetzt, so. Und da hätte es auch keinen Unterschied gemacht, ob ich da wäre oder nicht. Und so ein Farm, den kann man nicht wettmachen. Kills bringen nicht so viel wie Camps. Das vergessen halt viele. Ich versuche hier einfach nur hart zu farmen, um in Führung zu kommen. Ich leider nicht da. Gucken wir mal sein Speed vielleicht. Jawohl. Ah, fuck. Blockier mich noch mehr, du Hund. Er ist halt original auch echt ein Hund gewesen. Ja, der ist tot. Oh, das war doch gut. Damit kann ich arbeiten. Spacken wir, holen wir uns Hasten. Jetzt haben wir auch riesen Goldunterschied. 500 Gold, das ist richtig gut für den Anfang schon mal. Er ist gedasht. Fliegt sein Bruder? Jawohl. Na, okay. Der weiß, dass ich da bin. Aber Speedbuff ist da. Das ist doch gut. Ah, ich wollte mich erst heilen. Schade. Ich nerv die einfach im Dschungel. Mehr muss ich nicht machen. Ach wirklich?
So, jetzt bin ich 4 Level über den. Wisst ihr, was ich meine? Also, der hat so viel rotiert, der hat die Duelane getötet, aber ich habe mich aufs Farm konzentriert. Möglichkeiten ergeben sich immer, aber wenn dein Team halt irgendwann so wird, dass die meinen, ja, ohne Gank spiele ich nicht mehr weiter, ist halt dumm. Oh, seine Ulti ist down, nice. Er sollte tot sein. Den kann ich noch tanken, jawohl. So, jetzt geht's auch mal zurück mit 4000 Gold, Leute. Stone Cutting Sword. Und wir gehen mal auf Crit. Mal schauen, wie es jetzt ist mit Crit. Ja. Enemy has been slain. An ally has been slain. So, ich habe das jetzt nur gegessen, dass ich schneller werde. Ah, ich kann Relic holen, voll vergessen. So, dann fahren wir noch ein bisschen. Das ist halt auch eines der schwierigsten Dinger, sich als Jungler da nicht von ablenken lassen, wenn dein Team die ganze Zeit rumheult. Das ist echt, also ich falle da auch meistens drauf noch rein. Ich hätte jetzt eigentlich mit der Affina argumentiert, wenn ich schlecht drauf gewesen wäre und hätte sie in den Boden beleidigt. Dann hätte sie nicht mehr weitergespielt. Aber ich habe es geschafft, sie einfach zu muten. Das war die beste Wahl, die ich treffen konnte. Komm, das Cap nehmen wir noch. Und dann holen wir uns Speeds. Ich glaube, ja, Bloodforge hole ich mir sogar, ja. Echt gegen mich kämpfen solltest, Digga. Zu intimen.
Natürlich, genau bei mir. So, Alter, Ragen. Das ist schon mies. Digga. GG. Geht doch. So, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, das Game war ein bisschen unterhaltsam. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.